Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Multiplayer-Gefecht aus Total War Warhammer. Es ist ein 2 gegen 2 und wir spielen diesmal das Chaos. Wir, das ist einmal ich, der General Pilofast, der sich immer selbst zuerst nennt, und zum anderen der Triarius. Grüß dich, Triarius. Hallo Leute. Wir kämpfen wieder gegen Mike den Vierten und wir haben einen weiteren YouTuber als Gegner, und zwar den Prince Koala. Also so ein paar Liebhaber der Total War-Szene dürften ihn vielleicht kennen. Der hat auch ein paar hundert Abos und ist schon seit ein paar Jahren auch in Total War aktiv. Sein Kanal war in letzter Zeit weniger aktiv, so im letzten halben Jahr. Aber jetzt macht er mit Warhammer, legt er wieder los, und ich werde auf jeden Fall mal seinen Kanal verlinken, da könnt ihr auch mal reinschauen. Ist vielleicht ganz interessant. Map ist Gletschersee. Wir kämpfen beide Chaos, der Triarius und ich, und wir bekriegen das Imperium und die Orks. Also ein sehr ungewöhnliches Bündnis, das sich Die da Map gegen ist uns verschworen hat. Die Map ist. richtig cool. Guck dir dieses Loch im See an. Ja, Guck dir deswegen habe ich das sie an. ausgewählt. Ich finde die richtig gut. Achso, du kennst sie schon. Ja, Okay. deswegen habe ich sie ausgewählt. Ich fand die sehr gut. Nur eben Artillerie, habe ich ja gesagt, lohnt sich hier nicht. Und da hatte ich, glaube ich, recht. Ja, Weil das zu die absolute klein. Rush-Map ist. Oh, wir haben sogar ausnahmsweise mal mehr Einheiten als der Gegner. Ich geh mal nach rechts, wenn es passt für dich. Oder soll ich links abdecken? Ja, die Frage ist dieses riesige Loch. Was Also, machen ich wir würde sagen, die damit? linke Flanke ignorieren wir komplett. Wir rushen beide über rechts vom Loch. Aber ich meine nur, ich nehme die rechte Seite von rechts vom Loch. Okay. Ach so. Dann, ja. Ach so, dann geh am besten mal hier hin, ne? Genau, Dann machen kann wir ich mich gerade. hier aufstellen. Und Einheitengröße ist jetzt auf Ultra. Ja, wobei das natürlich nur so groß ist, wie in den früheren Spielen groß war. So, Setz meine Hunde. die wichtigen Zaubersprüche, die ich wirken muss, sind Bjunas Schicksal gegen eine Einheit, also nicht gegen einen Helden oder so, sondern gegen eine Einheit. Da kann ich der Einheit ziemlich viel abziehen. Und gegen einen Helden werde ich Seelenraub anwenden, oder? So war das, ja genau. Gegen einen Helden Seelenraub. Ja, dafür brauche ich meinen General, meinen Magier. Aber mein Drache ist ja zweiköpfig. Ja, Krass. richtig cool. Der ist auch stark, setz den ein. Als Nahkampfeinheit. Ja. Gut, werde ich machen. Und guck dir mal meine Chaosbrut an. Kennst du die schon? Die Chaoshunde? Nee, die Chaosbrut. Die stehen so ein bisschen bei dir. Chaos Trolle, Brut. Chaos Brut da. Monströse Infanterie. Boah. Grauenhaft. Da habe ich ja noch ganz ordentliche Einheiten, die Chaos-Trolle hier gepanzert, 2 Stück. Und dahinter habe ich noch sehr, sehr starke Heldeneinheiten, auch die Drachenoger. Also zumindest sehr Die teuer. Verstoßenen sehen auch richtig eklig aus. Es ist toll, ein Chaos. Ich kann sich richtig vorstellen, dass die Imperialen da Angst haben. Oh ja. Stell dich mal vor, ihr müsst gegen den Typen hier kämpfen. Ja. Oh je. Gut, dann können wir eigentlich starten. Wie gesagt, wir rushen direkt vor. Ich renne da auch jetzt wirklich straight durch. Jetzt meine Trolle und meine Hunde links. Es lohnt sich, habe ich gemerkt, mit den Heldeneinheiten als erstes reinzugehen und nicht als zweites im Nahkampf, oder? Also, wenn sozusagen die Helden am Anfang reinrennen und dann kommen die normalen Einheiten hinterher, statt dass die normalen Einheiten reinchargen und der Held sich dann durch die eigenen Einheiten erstmal nach vorne schlängeln muss. Ja. Das ist auch sowas. Wenn der Gegner einen Hexenjäger hat, dann muss der schnell down, weil der unsere Generäle sniped. Deshalb, wenn wir einen sehen, dein General ist ja mobil, mach direkt den Seelenraub drauf. Ich werde meins auch drauf machen, dass der weg ist. Rennen wir los. Weil das wäre sehr schade. Und die Kanonen. Ja, Höllenfeuer, Höllenfeuer. Salvenkanone, Großkanone, Streitaxt, Dreimal Demi Infanteriezweihänder. greifen, aber ohne Hellebarden und Karl Franz persönlich auf. Nein, das ist nicht Karl Franz. Ein normaler
General des Imperiums. Ja, stimmt. Sicher? Ja, doch. Guck genauer. Das ist einfach ein normaler Greif. Ja, stimmt, stimmt, ja. Ich habe natürlich jetzt schon herbe Verluste gegen die Arti, aber ich bin ja schnell genug da. Fluchten sind jetzt nicht die kostbarsten Einheiten. Geh einfach mit denen rein, die werden nicht überleben, aber die werden Schaden machen. Ja, das muss ich jetzt dann nur noch gemicroed bekommen. Chaos-Trolle sind gut gegen Inf, oder? Chaos-Trolle sind gut gegen Infanterie, okay. Jetzt laggt's. Irgendjemand im... Ist das Internet gerade am Abschmieren? Vielleicht bei Mike, weil der gerade livestreamt? Kann sein. Aber da haben wir ein bisschen Zeit zu gucken. Genau, dann Drachenoger auf die Dimmi greifen. Die haben keine Hellebarden, das heißt, die sind keine Gefahr für dich, für deine Drachenoger. Funktioniert soweit eigentlich sehr gut, glaube ich. Warte mal, was haben wir hier für Generäle? Hier, der General von Mike, da würde ich mal spontan Seelenraub drauf machen. Ich setze dir mal einen Marker. Mach meinen Seelenraub auch drauf. Wird erledigt. Oh ja, also die Einheiten hauen ja richtig im Nahkampf rein, meine. Sehr gut. So, ich greife den Mike einfach auch mal an. Dann machen wir nochmal Bumas Schicksal. Gibt's noch mal schönen Seelenraub für Mikes General. Oh ja. Sehr schön. Die Demigreifen werden mir zum Problem. Mhm. Ich kann jetzt meine meine Ogre schicken. Ja, geh da rein. Ich so, der General von Mike ist tot. Meine Trolle sind durchgebrochen. Oh, wir haben den Kampf hier ja schon gewonnen überall. Oh ja, Trolle in den Rücken ist immer böse. Boah, man kann diese Zauber ja am laufenden Band verwenden. Ja, meine Energie ist aber schon leer. So, der Ork-Schamane kriegt jetzt auch nochmal Seelenraub drauf gedrückt. Oh ja, da flieht alles. Ja, die ziehen ihre Einheiten auch gar nicht, ihre geflohenen Einheiten auch gar nicht ausreichend zurück. Wieder in die Schlacht, bisher. Mhm. Bei dir, du hast auch gewonnen, oder? Ja. Ja, so, jetzt kriegen wir hier die Demi-Greifen, hoffe ich.
Mit den Drachenogern. Jawohl. Und mit dem General. Boah, wie viel da am Maprand steht von denen. Ich gehe mit meinen Trollen hier drauf. Ich hab und sogar mit auch meinem ganzen Rest auch. Oh verdammt, mein General flieht. Oder er flieht ist eigentlich nicht schlimm. Ja, doch, er verliert auch. Er stirbt jetzt. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben die Schlacht haben wir ja gewonnen. Easy. Sehr schön. Schöne Schlacht. Hat man ein bisschen was sehen können von den Chaos-Kriegern. Ja, ich fand's deutlicher als Pyrrhus eigentlich. Ja, stimmt. Aber Chaos verliert halt immer sehr viele Einheiten. Das ist so. Und guck, die Verfluchten haben sich ausgezahlt, zumindest bei mir, für ihren... ihren Preis, waren ja relativ billig, bei mir haben 2 über 100 gekriegt. Rolle super. Chaosbrut auch. Chaoshunde haben 0 gemacht, aber die waren auch gegen Demi greifen. Hm. Die haben auch, ja gut. Ja, hier deine Chaosbrut hat wirklich super reingehauen. Meine Einheit musste nicht so stark reinhauen. Ich habe die einfach sofort vertrieben, indem ich da angelaufen bin. Also ich habe nicht viele Kills gemacht, aber es hat ja trotzdem alles funktioniert auf meiner Flanke. Bei dir auch gut. Weil der Chaosdrache macht sehr viel Angst eben. Und wir haben den General schnell down gekriegt. Wir hatten auch das Glück, dass Mike auf 4 Steinschleudern gesetzt hat und Koala auch nochmal auf 2 recht teure Kanonen. Und bei der kleinen Map macht das dann natürlich einen riesigen Vorteil. Plus Koala hatte nur eine Musketenschützeneinheit dabei und Mike hatte... Ah ja, gut, als Ork. Hat er jetzt auf Ork-Moschatz gesetzt. Die hätte er eigentlich auch nicht bringen müssen. Ja, also mein General ist leider noch draufgegangen, ja, aber ansonsten war das wirklich reibungslos. Zumindest ein paar mehr. Ja, wunderbar. Dann wir haben das sagen, aber noch... Achso, sorry, wir haben so eine leichte Verzögerung im TS, deswegen unterbreche ich dich immer. Sprich. Ja, die haben das noch nicht so raus mit dem General. Snipen. Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig hier im Spiel, dass man den General snipt. Und da sind eben gewisse Zaubersprüche ganz wichtig. Die habt ihr ja gesehen, habe ich auch während der Schlacht immer wieder eingesetzt. Ich bin mir sicher, hast du es auch gemacht. Und dann fliehen die Einheiten einfach. Also das gibt einfach einen massiven Moral-Impact, wenn der General flieht oder stirbt. Also vor allem, wenn er stirbt. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne mal bei Mike auf seinem Twitch-Kanal vorbeischauen oder bei dem anderen Gegner, bei Koala, auf seinem YouTube-Kanal, Links in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei dir, Triarius, für die Tipps zur Chaos-Fraktion. Jo, gern geschehen. Und natürlich für das Match auch. Und würde sagen, damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Lasst doch einen Kommentar da, wenn ihr wollt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer General, Pilofas.